Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, und heute bin ich in Schottland. Abelora, 21 Jahre alt. Guck mal, ich habe Arne gebettelt um eine Sample von Vic.de und er war mir so freundlich, eine hinzuschicken. Denn bisher alles, was er hingeschickt hat zu mir, habe ich nicht verkostet, denn ich kam nicht dazu. Diese T-Shirt habe ich selbst gekauft. Dieses Sample hier hat er mir hingeschickt. Also die 0,03 Sample kostet 9,90 €. Danke, Arne, plus Versand. Die große Flasche kostet 139 €. Und das ist der neue Serie jetzt hier von Vic. Architecture of Taste. Ich muss ganz kurz meinen Mund hier auf Englisch umschalten. Architecture of Taste, so diese Architektur von Geschmack, und die wollen besonderen Fässern hervorheben, die eine bestimmte Geschmacksnote denn dort einfach rausbringen. Und das, wenn wir Abelor einfach hören, denken wir natürlich Sherryfassreifung. Nein, 21 Jahre in einen Bourbon Hogshead. Yay. Tolle Sache, finde ich das. Whiskey Base 115142. Und ich muss nochmal sagen, hey Arne, danke, 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 du warst sehr schnell. Und ich sagte, ich bringe dieses Video zeitnah raus. Das Ding kam an, 2 Tage später war ich dann weg für eine Woche, es war 10 Tage in Irland. Bis ich wieder alles da hatte, war schon 2 Wochen vergangen, tut mir leid dafür. Und bis dieses Video rauskommt, dauert es auch noch ein paar Tage. Ist so, so schnell bin ich leider nicht. So, meine Nase sagt hier. Nett. Also, ich muss noch mal rein. Ich muss tiefer reingehen. Ich habe Erdbeere. Ich habe fruchtige Ananas. Ich habe Vanillenoten. Sehr, sehr, sehr schön. Und was ich nicht merke, ist es 59,8%. Meine Nasenhersie, Herrchen, Hase, Herrchen, Herrchen sind alle noch da. Wahnsinn. Also richtig, richtig schön. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das hier mit irgendetwas vergleichen werde. Jetzt habe ich mal was reingeschenkt. Auch farblich ist es hell. So habe ich meine Sache, wo ich das hier hochhalten kann. Ich benutze einfach mal hier eine vom Irland hier einfach mal eine. Sehr, sehr hell. So, gut. Aber lecker. Wow. Also, ich bin nicht der Freund. Nee, Freund bin ich schon. Ich bin nicht der Fanatischer von Ex-Bourbon-Fassreifungen ab einem gewissen Alter. Da die ähneln sich sehr stark nach einer Zeit, finde ich bisher. Aber ich bin der Meinung, dass es mehr damit zusammenhängt mit meiner Unerfahrenheit von dieser Art von Whiskys. Ich musste mich einfach echt mit Scotch Malt Whisky Society da auseinandersetzen. Die haben fast sehr, sehr, sehr viele Ex-Bourbon-Fassreifungen, Fassstärke. Und da würde ich das besser auch können. Probieren geht über Studieren, und gleich kommt ein bisschen Wasser rein und schauen wir mal, was passiert. Ich mache Abeloa sowieso. Gerade der 18 Jahre alt ist einer meiner Lieblingswhiskys, auch wo die Preise früher noch akzeptabel waren. Der brennt gar nicht. Ich kriege tatsächlich, meine Erdbeermoment ist weg. Habe ich nicht im Mund, aber ich habe eine Ananas. Ich habe Vanille. Ich habe weiße Johannisbeeren. Und ich habe ein kleines bisschen tropische Früchte wie eine leichte Papaya. Genau. Wow. Auch, es ist wirklich, also mich fasziniert das zurzeit. Also man trainiert seine Sinn. Auch Geruch und Geschmack und so weiter. Meine Frau und ich, wir laufen durch den Wald, und es ist August und dort fallen die Blätter schon, weil es einfach so trocken ist. Und wir laufen durch einen Moment hindurch. Ich sage, oh, Herbstgeruch, absolut schön und total. Ich sage, nö. Aber nach einer Minute sagt sie, du hast doch recht.
Aber es ist einfach mal geschärft. Also seine Sinn, also dadurch, auch wenn ich was probiere und sie sagt, was du alles rausschmeckst. Also ich nehme irgendetwas und sage, das und sie sagt, ich habe Fleisch. Ich sage, ja, aber da ist wirklich so viel drin. Und das ist einfach ein schöner Nebeneffekt, weil man genießt mehr das Essen, was man zu sich nimmt. Und man ist dabei, einfach immer wieder neue Sachen zu entdecken. Da war auch, ah ja, ich habe einen neuen Tee heute gehabt mit Pomegranate. Das ist Passionsfrucht. Und da sofort kam eine Assoziation, was ich bei einem Whisky hatte. Sagt, ah, das ist das, was ich da hatte. Es war ein Irish Whisky übrigens, was ich mit der Passionsfrucht da drin hatte. Eine schöne Sache. Gab es ein bisschen Zeit hier, damit das Wasser sich gut interagieren konnte hier mit dem Whisky. Der einzige sagt, der Papaya kommt ein kleines bisschen mehr, ein bisschen fruchtiger Moment dabei. Ich probiere noch einmal. Und jetzt tue ich etwas, was eigentlich nicht sein musste. Ich verwässere den und schaue einfach, wie das ist. Ich glaube tatsächlich, dass ich der Abelor hier am Moment kriege. Dieser typische Destillat-Charakter. Also das Problem, nicht das Problem, ist bei Abelor, dass fast alles, was ich bisher hatte, war sehr sherry-lastig. Aber hier muss ich sagen, muss nicht sein. Also ich habe den wirklich verdünnt auf 30%, wenn nicht noch mehr. Und er wurde süß. Er wurde süffig. Der Holz kam ganz leicht dabei heraus. Und da kam wirklich hier eine schöne, schöne Gerste auch dabei. Da bleibe ich jetzt bei Ananas und Papaya. Also ich bin ganz ein bisschen am Überlegen, ob ich noch eine Frucht da reinschmeiße, aber muss nicht sein. Vanille. Also eine schöne, schöne, schöne Sache finde ich echt toll. Arne, hast du ganz toll ausgesucht. Nun, ich muss eine Note hier geben. Und da muss ich sagen, es reicht für mich persönlich, Whisky Jason, für eine 1 nicht. Es ist ein 2 plus. Ich gehe sogar so weit zu sagen, ein 2 plus plus. Plus plus. Also war das eine sehr, sehr gute Bewertung ist bei mir. Eins kriegt selten etwas. 2 plus plus kann ich gerne mit gutem Gewissen hier sagen. Es gab nur 122 Flaschen. Ich würde vermuten, dass im August jetzt hier 2018 die letzten jetzt hier abdriften oder abgekauft werden. Zu Recht. 139. Also. Ah, Mann, das schmerzt ein bisschen. Ich gebe dir einfach ein 3 minus. Würde ich die Flasche für 139 Euro kaufen? Nein. Würde ich die 139 woanders investieren für zwei und eine halb anderen Flaschen von Signatory oder Gordon MacPhail oder sonst was? Ja. Also ich habe neulich irgendwie bei Horst irgendwas gekauft. Ja, ich habe eine neue Aaron gekauft, diese neue Serie, was sie anfangen mit diesen Metalldosen. Und da wollte ich noch irgendwas haben, dass ich die 200 Marke knacke. Und da habe ich mir irgendein Signatory für 44, 41, 43 irgendwie gekauft dazu. Und das echt mal 3. Also das könnte ich mir vorstellen. 3 Signatories. Das war irgendwie auch ein 17 Jahre alt irgendwas. Egal was. Aber, ja. Oder eine Flasche hiervon. Und das tut mir einfach eine Seele weh, zu sagen, ja, ich würde lieber eine davon nehmen. Liquid Treasures ist eine ähnliche Kategorie. Liquid Treasures nimmt auch Einzelfass, nimmt exotische Sachen und so weiter. Und das ist auch bei 59, irgendetwas. Also die sind in der Preislage richtig angesiedelt. Aber ich, Whiskey Jason, bin noch nicht in diese Preislage angekommen. Ich habe noch
ich sag buchstäblich 1000 anderen Whiskys, die ich vorher verkosten werde, wo es ab 46% schon noch runter gewässert wurde, wo ich immer noch glücklich bin, bevor ich ankomme auf diese Ebene, auf diese Niveau, wo Arne ist und wo die Leute sind hier von Architecture of Taste. Ich kann nur sagen, tausend Dank für diesen Sample, tausend Dank für diese Gelegenheit, diese tolle Whisky hier zu probieren. Sonst hätte ich noch nie eine 21 Jahre Abelor ohne Cherry-Einfluss im Glas gehabt. Und ich fand diese Erfahrung gut. 2++ gut. Preislich 3-. Meine Frage des Tages ist, welche Abfüllung vom Abelor ist euer Lieblingsabfüllung? Es ist hier von der Abu Dhabi, also verkehrt ausgesprochen, aber ihr versteht, was ich meine, der Fassstärke. Sherry-Abfüllung, No Age Statement, Abu Dhabi. Ich würde sagen, das ist tatsächlich meine Abelor 18 Jahre alt, der ist da oben. Also das ist meine Lieblingsabfüllung bisher. Beziehungsweise hat Best Drams eine Abelor 9 Jahre mal rausgebracht. Das war auch himmlisch gut. Oh, da könnte ich einfach mal mich reinsetzen und einfach mal das einfach aussübbeln, auch ganz alleine. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Welche Abelor ist euer Lieblingsabfüllung? Schreibt Batchnummer daneben, falls es da eine dann von dieser Fassstärken Sherry gefüllte No Age Statement ist. Sample-Liste anschauen, liken, andere Reihenfolge, immer wieder abonnieren, falls noch nicht. Bei wick.de vorbeischauen, die haben ganz tolle Sachen, die haben viele, viele Bourbons auch im Angebot, die sonst niemand hat, auch eine gute Sache. Ein paar coole T-Shirts haben sie auch übrigens. Und dann auch auf Amazon draufklicken, irgendwas anderes kaufen, kein Bourbon, kein Whisky, kein sonst was, sondern kauft euch einfach mal irgendwas anderes und was ihr sowieso vorhabt, Bürobedarf oder was auch immer, und da kriege ich auch ein kleines Prozent davon. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich sage vielen Dank, bis morgen und tschüss.